Herzlich willkommen auf dem Kanal Eisenbahnwesen NRW. In diesem Video stelle ich euch den Bahnhof Münster-Albachten vor. Die Aufnahmen für dieses Video wurden am 24.02.2024 aufgenommen. Das war ein Samstag. Als erstes habe ich mich um 9:45 Uhr in der Früh zum Bahnhof Dortmund-Hörde begeben. Von da aus war es das Ziel, zuerst mit der RB59 in Richtung Holzwickede zu starten. Die RB59 traf pünktlich ein, allerdings ist sie dieses Mal von Gleis 4 statt von Gleis 2 abgefahren. Nichtsdestotrotz geht dann die Fahrt zum Bahnhof Holzwickede Dortmund Flughafen recht zügig. Man ist in 10 Minuten dort, man hält auch nur zweimal unterwegs zwischen. Das ist einmal der Haltepunkt Dortmund-Applerbeck und der Haltepunkt Dortmund-Sölde. Und dann trifft man eben am Bahnhof Holzwickede Dortmund Flughafen ein. Am Bahnhof Holzwickede Dortmund Flughafen fährt man dann auf Gleis 4 ein, wenn man aus Richtung Dortmund-Hörde kommt. Anschließend musste ich einmal auf Gleis 2 rüber wechseln, das heißt die Treppe runter durch den Fußgängertunnel durch. Die Umstiegszeit betrug ungefähr 15 Minuten in Holzwickede und ja, an Gleis 2 habe ich dann auf den RE7 dann gewartet. Der RE7 traf auch pünktlich ein und dann ging es erstmal etwas länger in Richtung Münster Hauptbahnhof. Da hält man dann unterwegs einmal in Unna, Böhnen am Hauptbahnhof in Hamm. Dann geht es weiter über Drehensteinfurt und Münster-Hiltrup zum Hauptbahnhof in Münster. Ja, Betreiber des RE7 ist das Nahverkehrsunternehmen National Express Rail, die beispielsweise auch die RX-Linien betreibt. Allerdings wird auf dieser Strecke ein Talent 2 vom Hersteller Bombardier eingesetzt. Diese Züge tragen im Normalfall ein blau-weißes Farbkleid. Der Zug traf in Münster pünktlich ein und ja, in Münster war ich dann fast an meinem Ziel angekommen. Dort habe ich dann den allerletzten Umstieg getätigt. Ich begab mich dort zu Gleis 14 und ja, Ziel war es, an diesem Gleis dann eben in den RE42 einzusteigen. Der RE42 ist dann nur mit wenigen Minuten Verspätung abgefahren. Auf dieser Strecke in Richtung Münster-Albachten kommt auch kein Zwischenhalt mehr. Da fährt man dann wirklich durch. Das dauert auch nur noch 6 Minuten. Und ja, nach dieser kurzen Fahrt mit dem RE42 war ich dann an meinem heutigen Zielort angekommen. Der Stadtteil Münster-Albachten liegt im Stadtbezirk West der Stadt Münster. Er hat eine Fläche von 12,56 Quadratkilometern. Dort leben 6.530 Einwohner, heißt pro Quadratkilometer leben dort 504 Einwohner. Dieser Stadtteil wurde im Jahre 1975 eingemeindet. Der Bahnhof bzw. Haltepunkt Münster-Albachten ist ein sogenannter Durchgangsbahnhof, der an der Eisenbahnstrecke Wanne-Eickel nach Hamburg liegt. Dieser Haltepunkt verfügt insgesamt über zwei Bahnsteiggleise. Die Bahnsteiggleisnummerierungen sind Nummer 1 und Nummer 2. Dieser Bahnhof wird insgesamt von zwei Regionalexpresslinien bedient. Einmal vom RE2 und vom RE42. Der RE2 ist auch bekannt als Rhein-Hart-Express. Der RE42 als Niershard-Express. Der RE2 fährt von Osnabrück Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Beim RE42 hingegen gibt es zwei Taktungen. Eine Taktung fährt von Münster Hauptbahnhof nach Essen, die andere von Münster Hauptbahnhof nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Der RE2 fährt dort im 60-Minuten-Takt, allerdings nur zu bestimmten Tageszeiten. Es handelt sich dabei im Normalfall um einzelne Züge, die im Nachtverkehr dort halten. Der RE42 verkehrt im 30-Minuten-Takt. Das heißt, eine Taktung fährt bis Essen Hauptbahnhof, die andere bis Mönchengladbach Hauptbahnhof. Betreiber der Linien RE2 und RE42 ist das Unternehmen DB Regio. Steige ich in Richtung Hamburg ein, ist der nächste Halt Münster Hauptbahnhof. Steige ich in Richtung Wanne-Eickel ein, ist der nächste Halt Senden-Bösensell.
Für einen Haltepunkt dieser Größe ist der Bahnhof Münsterallbachten ganz gut ausgestattet. Auf den Bahnsteigen gibt es mehrere Sitzmöglichkeiten, Wartehäuschen, Fahrpläne sind ausgehängt und Informationen sind ausgehängt. Es gibt auch eine digitale Fahrgastinformation. Ebenfalls vorhanden auf beiden Bahnsteigen sind Fahrkartenautomaten und ein Entwerter für das Ticket. Und auf beiden Bahnsteigen gibt es auch eine SOS-Säule, wo Notrufe abgesendet werden können. Die beiden Bahnsteige sind über einen unterirdischen Tunnel miteinander verbunden. Dieser Tunnel ist leider nicht barrierefrei. Das heißt, wenn man auf einem Bahnsteig draufsteht und auf den anderen plötzlich wechseln will, ist dieser Wechsel schwierig, wenn man beispielsweise mit einem Rollator oder einem Rollstuhl unterwegs ist. Will man aber auf den Bahnsteig normal drauf gelangen, also auf der Seite, wo man sich gerade befindet, ist das komplett barrierefrei möglich. Und an mehreren Stellen, den ganzen Bahnsteig entlang, gibt es alle paar Meter einen Zugang, wo man eben völlig ungehindert auf den Bahnsteig drauf gelangen kann. An diesem Haltepunkt gibt es auch eine Vorrichtung, eine sogenannte Radreparaturstation. Das ist eine kleine Säule und da hat eben ein Radfahrer die Möglichkeit, beispielsweise seine Räder aufzupumpen oder kleine Reparaturen am Fahrrad dann durchzuführen. Solche Einrichtungen habe ich beispielsweise auch schon am Bahnhof Böhnen-Nordbögge gesehen. In unmittelbarer Nähe zu diesem Bahnhof befindet sich ein großer Wendehammer. Und ja, in diesem Wendehammer gibt es einmal Parkplätze, wo Pendler ihr Auto abstellen können und eine große Anlage, in der Fahrräder abgestellt werden können. Allerdings befinden sich auch direkt an den Bahnsteigen noch gewöhnliche Fahrradständer, wo Pendler beispielsweise ihren Drahtesel sichern können. In diesem Wendehammer gibt es auch eine Bushaltestelle, wo gleich mehrere Buslinien halten. Das ist einmal die Linie 15, 20 und T20 und es gibt auch eine Nachtexpresslinie, die sich N84 nennt. Betreiber dieser Buslinien ist das Nahverkehrsunternehmen Stadtwerke Münster. Die Stadtwerke Münster betreiben bereits eine große Anzahl an E-Bussen, somit kann man an dieser Bushaltestelle auch eine Vorrichtung erkennen, wo diese E-Busse ihre Akkus laden können. Der Bus hält dann unter dieser Vorrichtung an und dann geht so eine Art Stromabnehmer wie bei der Straßenbahn nach oben, verbindet sich mit dieser Einrichtung und dann werden eben die Akkus geladen. Für Spotter kann man diesen Bahnhof natürlich weiterempfehlen. Er liegt bekanntlich an der sogenannten Rollbahn, das ist der Spitzname für die Eisenbahnstrecke Wanne-Eickel nach Hamburg. Diese Strecke wird als Rollbahn bezeichnet, da es tagsüber, aber auch nachts dort sehr, sehr viel Personenverkehr und Güterverkehr gibt. Wenn man auf dem Bahnsteig steht, hat man in beide Fahrtrichtungen eine ausgezeichnete Sicht. Die Strecke ist schnurgerade, man sieht also keine Bögen oder so etwas. Man kann wirklich mehrere Kilometer weit in jede Fahrtrichtung gucken und gut erkennen, ob sich ein Zug nähert oder nicht. Und ja, pro Stunde gibt es auch so einige Zugbewegungen. Bei mir waren es heute ungefähr 10, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zu bestimmten Uhrzeiten können es sogar noch mehr Zugbewegungen sein. Es ist auch immer abhängig, wann man dort eintrifft. Und ja, in beide Fahrtrichtungen kann man auch Signalanlagen beobachten, ob diese gerade auf Rot, Gelb oder Grün stehen. Somit kann man nicht nur in der Ferne erkennen, ob ein Zug kommt, sondern auch schon an den Signalanlagen eben sehen, ob jetzt gleich eine Durchfahrt stattfinden wird oder nicht. Tagsüber gibt es auch sehr wenig anhaltende Züge. Tagsüber hält dort nur der RE 42. Dadurch ist auf diesem Abschnitt immer bahnfrei für schnelle Intercities, ICE, Regionalexpresse oder eben Güterzüge. Nach etwas mehr als einer Stunde waren die Dreharbeiten am Bahnhof Münsterallbachten dann beendet. Ich stieg in den RE 42 ein und hatte erstmal das Ziel, nach Wanne-Eickel zu reisen. Diese Fahrt dauert dann etwas länger, da gibt es so einige Halts zwischen. Das ist einmal Senden-Bösensell, Nottuln-Appelhülsen, Buldern, Dülmen, Haltern am See, Recklinghausen Hauptbahnhof und Recklinghausen Süd. Und ja, wenn diese Haltestellen dann abgeklappert sind, trifft man eben in Wanne-Eickel ein. Dort kann man meines Erachtens dann am besten in Richtung Dortmund umsteigen. In Wanne-Eickel hieß es dann auf Gleis 6 zu wechseln und dort mit dem RE3 dann in Richtung Dortmund zu fahren. Allerdings gab es dann dort die erste Verspätung. Der RE3 traf etwa 10 Minuten später ein und wurde auch noch von Gleis 6 auf Gleis 1 umgeändert.
Das heißt, einmal die Treppe runter durch den Bahnhofstunnel hindurch und dann eben in den RE3 hinein. Die Fahrt mit dem RE3 dauert dann nicht so lange. Der hält dann nur noch in Herne, Castrop-Rauxel und Dortmund-Mengelde zwischen. Und dann ist man auch schon am Dortmunder Hauptbahnhof eingetroffen. Am Dortmunder Hauptbahnhof hatte ich dann eine Umstiegszeit von ungefähr 15 Minuten. Ich konnte mich dann in Ruhe zu Gleis 3 begeben und dort in die RB53 einsteigen. Die RB53 brachte mich dann zu meinem Heimatbahnhof Dortmund-Hörde Bahnhof wieder zurück. Diese Linie hält auch nur einmal auf dem Weg dorthin, und zwar am Haltepunkt Dortmund-Signal Iduna Park. Und nach 10 Minuten ist dann eben der Heimatbahnhof wieder erreicht. Am Ende war ich sehr zufrieden mit der Tour. Es ist insgesamt alles glatt gelaufen. Das Wetter hat auch größtenteils mitgespielt. Und es gab wieder mal sehr interessante Eindrücke. Das war das Video zum Bahnhof Münster-Albachten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Euer Eisenbahnwesen NRW.